Das heilige Messopfer, ich gebe Ihnen also jetzt ein paar Grundgedanken zum heiligen Messopfer überhaupt, weil vieles ist uns verloren gegangen davon. Ja? Ich glaube, dass die heilige Messe in der überlieferten Form so schnell verschwunden ist, mit ein Grund ist, dass so viele Gläubige schon damals in dieser Zeit nicht mehr wussten, was die heilige Messe eigentlich ist. Ja, dass es so schleichend und schnell gegangen ist, ja, dass die heilige Messe verschwunden ist in dieser Form. Ja. Ich glaube, weil man vieles von den Riten und auch vom Inhalt nicht mehr gewusst hat. Ja. Deshalb waren viele Leute schon froh, auch Priester muss man sagen, froh, dass diese Form verschwunden war, weil auch selbst die Priester nicht mehr gut unterrichtet waren eigentlich, im Inhalt dieser heiligen Messe, auch in den Riten und so weiter. Ja? Und wenn ich etwas nicht weiß, dann sage ich, weg damit. Ha? Weg damit, was ich wenigstens mehr damit zu tun habe. Gut, man hat also geglaubt, auch wie die heilige Messe nach dem Konzil, dann übrigens das Konzil hat es ja nicht abgeschafft, dann wie vielfach die Landessprache, die Mutter, also eingeführt wurde, man hat gedacht, also wenn die Leute also verstehen, jetzt, die Deutschen und in ihrer Sprache, dann werden die Kirchen sich füllen und das wird also dann ein gewaltiger Aufbruch sein. Man erlebt oder hat erlebt leider, dass es gerade das Gegenteil der Fall war. Die Kirchen haben sich gewehrt, bis heute ist diese Erosion eigentlich noch nicht gestoppt. Auch bei euch im Burgenland oder bei uns in der Steiermark und so weiter. Also an dem war es nicht gelegen. Papst Benedikt XVI. Hat gesagt, einmal noch als Kardinal, als Chef der Glaubenskongregation, hat er gesagt, es war nicht schwer, die Heilige Messe in die Muttersprache zu übersetzen, schwer ist es, sie ins Geheimnis zu übersetzen. Ja, es hilft nichts, wenn ich also jetzt die Muttersprache habe, aber wenn ich den Inhalt, das Geheimnis der Messe nicht verstehe. Ja, da könnte man, was weiß ich, Chinesisch reden oder sonst was, hilft alles nichts, wenn ich den Inhalt, man sieht es ja heute, ja, wenn ich den Inhalt der Heiligen Messe nicht verstehe und nicht darum weiß. Und dann deshalb zuerst einen ersten Teil, eine kleine Einführung in den Inhalt der Heiligen Messe. Über die Heilige Messe, ich möchte Sie in das tiefste Geheimnis unseres katholischen Glaubens einführen. Das tiefste Geheimnis. Ja? Und damit Sie immer tiefer die Heilige Messe mitfeiern können, nämlich auch dann im Novus Ordo. Na, da gibt es natürlich schon gewaltige Variationen, aber grundsätzlich dürfte sich das vom Inhalt her nicht unterscheiden, was aber oft leider heute der Fall ist. Weil es protestantisierende Elemente im Novus Ordo einfach gibt, die einfach da sind. Ja? Nun, damit Sie die Heilige Messe immer tiefer mitfeiern können und all die Fülle an Gnaden und Segnungen empfangen, die von der Heiligen Messe ausgehen. Die Segnungen, die Fülle, die davon ausgehen. Ja? Sie sind das Herzstück. Die Heilige Messe, ich sage Ihnen ein paar Punkte. Sie merken schon, dass ich ganz bewusst den alten Ausdruck verwende, das heilige Messopfer. Ja, das heilige Messopfer, es war vertraut für jeden Katholiken, dass er gesagt hat, das heilige Messopfer. Ja, wir gehen zur Messe, zum Messopfer. Ja, heute sagen sie vielfach die Eucharistiefeier. Fragen Sie die Leute, ob sie wissen, was Eucharistiefeier, was das gemeint ist. Auch das wissen die Leute vielfach nicht. Die Eucharistie ist die Frucht des heiligen Messopfers. Denn die heilige Eucharistie, Frucht des heiligen Messopfers, ist die heilige Kommunion. Ja, wenn wir zur Heiligen Eucharistiefeier gehen, dann meinen wir, ich gehe dorthin, weil ich die Heilige Kommunion bekomme. Aber das ist nur die Frucht, ja? Der hingeopferte Leib, die Heilige Kommunion. Aber es ist nicht das Primäre und nicht das Wesentliche. Deshalb feiert der Priester nicht die Heilige Messe, um die Kommunion auszuteilen. Bei vielfach ist das heute, also jetzt habe ich gerade das gehört, wo eine Messnerin gesagt hat, Herr Pfarrer, ich habe ein großes Ziborium angefüllt, da müssen Sie seit viel konsekrieren, weil morgen haben wir einen Wortgottesdienst mit Kommunionfeier, damit wir viel austeilen können. Das ist nicht das Wesentliche, das ist protestantisch und nicht einmal das. Sondern wir feiern das heilige Messopfer, wir kommen jetzt da auf das hin, das ist das Zentrale. Ja, wie Josef gesagt hat, das ist die Erneuerung des Kreuzesopfers auf unserem Altar in wenigen Augenblicken. Heute Nachmittag werden wir das hier erleben. Die heilige Messe, ich verwende das Messopfer, diesen Ausdruck, ist Mysterium Fidei. Mysterium Fidei, ein Geheimnis des Glaubens. Geheimnis des Glaubens, Geheimnis ist nicht etwas Nebuloses, sondern ein Mysterium. Etwas ganz, also auch uns, dem menschlichen Tun entzogen, können wir auch sagen.
unergründlich für den menschlichen Geist, unergründlich. Denn das Wunder, das hier geschieht, ist unergründlich. Ich habe gestern von einem Wunder gesprochen, der Totenerweckung. Ja, vom Lazarus, in einer Katechese in Graz drinnen. Meine Lieben, wenn ich also heute sagen würde, was der Herr Krutzler ausgeschrieben hätte, der Josef, heute ist um 15 Uhr hier in der HTL, hier in diesem Saal, eine Totenerweckung, dann hätten wir alles voll da, sag ich mal. Hast du gerne eine Totenerweckung? Boah, da müssen wir hin, ne? Aber dass das größte Wunder geschieht am Nachmittag, dass Gott herniedersteigt auf den Altar, das Wandlungswunder. Ach so, verstehen Sie mich? Also, unergründlich für den menschlichen Geist, aber es ist selbst ein helles Licht, in dem wir die erbarmende Liebe Gottes schauen. Deshalb auch hier das Kreuz über dem Altar. Das heißt ja, auf jedem Altar, auf dem die Heilige Messe gefeiert wird, muss das Kreuz stehen, aufrecht stehen, auch so wie hier, ja? Aufrecht, weil es sich hier um die erbarmende Liebe Gottes handelt. Es ist ein Licht, das jede Seele erleuchtet, wenn sie sich betend und betrachtend in diesen Reichtum der Weisheit Gottes versenkt. Also, ein Mysterium fide, ein Geheimnis unseres Glaubens. Zweitens, das heilige Messopfer ist Memoriale Mortis Domini. Sie werden mehrere lateinische Worte heute hören und so weiter. Sie können mehr Latein, als Sie glauben. Ja? Denn so viele Worte, die wir haben, kommen aus dem Lateinischen. Wenn eine Frau immer wieder das Gleiche sagt, dann sempert sie. Nicht? Das kennen Sie, den Ausdruck. Semper. Kennen Sie den Ausdruck? Semper heißt immer. Semper kommt von Semper. Semper heißt immer. Also sie sagt immer das Gleiche. Du semperst schon wieder. Also bitteschön. Schon wieder spät heimkommen, sempert er schon wieder. Sie können Latein wunderbar. Ob Sie es wollen oder nicht. Also Memoriale Mortis Domini, Gedächtnis des Todes Christi. Christus selbst hat ja mit der Einsetzung den Auftrag verbunden, tut dies zu meinem Andenken, zu meinem tut dies. Er selbst hat es gesagt. Damit ist aber nicht bloß eine historische Erinnerung an das Leiden und Sterben Christi gemeint, sondern ein gläubiges und liebendes Hineindenken, Hineinfühlen und Hineinleben in das Geheimnis der Erlösung und des Opfertodes. Wir erinnern uns nicht nur an etwas, wie es bei den Protestanten ist, wenn sie das Abendmahl feiern, dann erinnern sie sich an das letzte Abendmahl. Nein, sondern es ist ein Hineinleben in das Geheimnis der Erlösung des Opfertodes, das jetzt gegenwärtig ist. Drittens, das heilige Messopfer ist Redemptionis Fructus, Frucht der Erlösung. Frucht der Erlösung. Im heiligen Messopfer wird ja das reinigende und heiligende Blut Christi für uns vergossen. Es geschieht jetzt. Es geschieht. Es wird für uns vergossen. Ja? Für jeden, der kommt, um aus den Quellen des Heiles, des Erlösers zu schöpfen. Und zwar Jupiter, Tag für Tag, Tag für Tag. Sollen wir die Früchte der Erlösung empfangen? Sollen wir der Früchte der Erlösung teilhaftig werden? Die Frucht der Erlösung. Christus hat uns erlöst am Holz des Kreuzes und hat uns seine heilbringende Gnade erworben, das ewige Leben. Und das soll uns zugewendet werden, jeden Tag aufs Neue. Ja? Indem wir dieses Opfer täglich feiern, das tägliche Opfer, jetzt um diese Stunde wird irgendwo auf der Welt das heilige Messopfer gefeiert. Ganz sicher. Ja? Indem wir dieses Opfer täglich feiern, aber auch täglich innerlich miterleben und schließlich zum eigenen Opfer machen. Der Priester ist dazu geweiht, um das Opfer darzubringen, täglich darzubringen. Ich kann nicht verstehen, warum so viele Priester heute nicht mehr täglich zelebrieren. Es gibt viele, die nicht mehr täglich zelebrieren, weil sie glauben, wenn nur eine, oh, jetzt Murtel da ist, so jetzt ist es eh nicht aus. Furchtbar, furchtbar. Das heilige Messopfer nicht zu feiern, ich feiere sie nicht, weil viele Leute da sind. Ob viele da sind, hundert oder tausende, nur ein Ministrant da ist, es ist immer dasselbe Opfer. Mit denselben Gnaden für die ganze Welt. Ja, das soll sich nicht ausgehen, wir haben, sollen nur zwei Leute da werden. Nicht? Oder auch die Gläubigen sagen manchmal so, halt, unter der Woche gehen nicht Kirchen, weil da kommen eh nicht viel Leute, ja, und so weiter. Ja, der Pfarrer ist aber, sieh, da könnte ich oft nicht zelebrieren. Wer wird denn bei Sturm und Regen da so weit auf den Berg aufgefahren? Und wenn nur zwei da sind, oder der Renato allein ist, so haben wir auch schon gewählt. Also bitte. Oder manchmal ist gar niemand da. Gehe ich genauso zum Altar und zelebriere. Der ganze Himmel ist ja da. Die Engel, alle feiern mit. Bin nie allein.
Das ist katholisch, ich bin nie allein, wissen Sie? Ja? Also, und das ist das andere, ist dieser Gedanke, nicht? Also, diese Opfer, die Messe nur zu feiern, wenn viele Leute da sind. Sonst zahlt es nicht aus. Nein, das ist auch wieder ein protestantischer Gedanke. Wir feiern ja kein Mahl. Ist ja klar, weil die Mutter sagt, hey Kind, ein paar Mal koche ich nicht. Ich verstehe, dass sie nichts kocht. Wenn es ums Mahl geht. Sie wird nicht feierlich aufkochen und dann kommt niemand. Ja, ist auch traurig, kommt auch vor. Aber grundsätzlich, die Messe ist ja kein Mahl. Ne? Die Kirche nennt das heilige Messeropfer auch Quelle, also Omnis Sanctitatis Fons. Fons Omnis Sanctitatis, das heißt Quelle aller Heiligkeit. Die heilige Messe hat die heiligsten, die größten Heiligen hervorgebracht. Darum war es ja unverständlich, dass man sagt, man schafft diese Messe ab. Die heilige Messe eines Pater Pio, eines Philipp Neri, eines was war die, Benedikt von Nursia, all, die großen Heiligen, alles ist ihr Pfarrer von Ars. Das sind, die, ist die heilige Messe, Quelle aller Heiligkeit. Ja? Wenn du an der heiligen Messe teilnimmst, hast du die Quelle, dass du heilig wirst. Verstehst du mich? Ja? Quelle des lebendigen Wassers, das ins ewige Leben strömt, wie es heißt. Ja? Es gibt dieses schöne Bild, nicht, wo vom Altar geht der Strom aus vom Altar, das Wasser, lebendige Wasser von diesem Altar, heißt es beim Ezechiel, und das fließt in die Araba, in den Salzsee hinunter, und alles, wo dieses Wasser hinfließt, wird gesund. Das gemeint ist der Altar des Neuen Bundes. Von hier geht die Quelle, hier fließen die Gnaden, nicht wahr? Und überall, wo diese Gnaden hinfließen, wird alles gesund. Ja? Wir müssen nur das verstehen. Und zwar in dem Maß, in welchem wir in Opfer und Kommunion, in Gebet und Betrachtung mit Christus eins werden. Ja? Indem ich mich hineinnehmen lasse in dieses Geschehen, indem ich mit Christus eins werde, in Opfer und Kommunion, beides. Ja? Gleichsam Christus anziehe, dass er in uns Gestalt gewinnt. Ja? Dass er in uns Gestalt gewinnt. Nur ein einziges Mal brachte Jesus Christus, unser Gott und Herr, sich selbst, seinem himmlischen Vater, auf dem Altar des Kreuzes dar. Ganz klar, ein einziges Mal hat er sich hingegeben, hat er sich hingeopfert, dem Vater, ja, seinem himmlischen Vater, auf dem Altar des Kreuzes. Und zwar in einer Hinopferung, die den Tod zur Folge hatte. Durch diesen Tod wurde unsere ewige Erlösung bewirkt. Er hat sich für uns hingegeben, zur Sühne für unsere Sünden, aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns. Ja. Indessen sollte dadurch aber ja, sein Priesteramt nicht erlöschen, wie es im Hebräerbrief heißt. Sein Priesteramt sollte weitergehen für alle Zeiten. Er wollte vielmehr beim letzten Abendmahl, bevor er verraten wurde, der Kirche, seiner geliebten Braut, ein sichtbares Opfer hinterlassen. So wie es unsere menschliche Natur verlangt. Die menschliche Natur verlangt, der Gottheit etwas zu geben, ein Opfer zu bringen. Das können Sie in allen Religionen sehen. In allen Religionen sehen Sie, dass in der Gottheit, den Göttern, Opfer dargebracht wurden. Bis zu den schrecklichsten Verirrungen, was dieses Opfer anbelangt. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit den Azteken und Mayas und so weiter beschäftigt, diese, wo man sagt, Hochkultur, was haben die für Opfer gehabt für ihre Götter und so weiter, nicht? Die Mayas, die haben, es wird berichtet, dass es Tage gegeben hat, wo sie bis zu 60.000 jungen Männern das Herz bei lebendigem Leib herausgerissen haben und ihren Götzen geopfert haben. Aber das war, es kommt aus diesem Bedürfnis der Gottheit etwas zu geben. Aber Gott hat gesagt, der Herr, das brauche ich nicht, bitteschön, das ist eine Verirrung. Ja? Er selbst ist es, der sich hingibt für uns. Du brauchst keine Menschenopfer. Ja? Und zwar, er hat, so wie es unsere menschliche Natur verlangt, er hat ein wirkliches, nicht bildhaftes Opfer seiner Kirche hinterlassen. Dieses sollte zugleich die Darstellung seines blutigen Opfers sein, das er ein für allemal kurz darauf am Kreuz vollbracht hat. Er selber ist dieses Opferlamm, er selber ist diese Gabe an den Vater, diese Versöhnungsgabe, er selber. Nun, noch eine allgemeine Lehre über das heilige Messopfer. Das Konzil von Trient. Ja, man spricht heute immer vom Konzil. Ja, da sage ich, welches Konzil meinst du? Es hat viele Konzilien gegeben, nicht nur das Zweite Vatikanum.
Das Konzil von Trient, ja, im 16. Jahrhundert von 1545 bis 1563, lehrt in der 22. Sitzung, ich erwähne dieses Konzil, weil auf diesem Konzil die Lehre über das heilige Messopfer dogmatisch festgelegt wurde. Dogmatisch heißt unumstößlich. Ein Dogma ist ein Glaubenssatz, der nicht verändert werden kann. Der gilt für alle Zeiten. Ja? Ein Dogma. Heute ist natürlich manchmal die Tendenz da, dass man sagt, die Dogmen müssen irgendwie neu interpretiert werden oder sie sind irgendwie der Zeit angepasst werden und so weiter. Das ist alles ein Humbug. Ein Dogma kann nicht verändert werden. Ja? Würde ein Papst ein Dogma ändern, dann wäre er nicht mehr ein katholischer Papst. Wenn wir nur hernehmen, weil diese Diskussion jetzt ist um die Ehe und Familie und so weiter, nicht die Unauflöslichkeit der Ehe und so. Der Papst wird schon richten, sagt man jetzt. Der Papst kann nichts richten. Der kann nur die Lehre der Kirche unverfälscht weitergeben. Ganz klar, nicht? Also jetzt beginnt ja langsam das Umdenken jetzt da bei manchen auch in Rom. Ja, man kann nicht sagen, kein Papst kann die Unauflöslichkeit der Ehe auflösen. Kein Papst kann sagen, eine gültig geschlossene Ehe ist jetzt aufzulösen oder so. Geht nicht. Im 16. Jahrhundert hat der Papst sogar das Risiko auf sich genommen, dass ein ganzer Teil der Kirche, die englische Kirche, abfällt. Ja, von der katholischen Kirche, sich vom Leib trennt, weil der Papst gesagt hat, lieber Heinrich der VIII, deine Ehe ist unauflöslich, ist gültig geschlossen, sie kann nicht aufgelöst werden. Na? Ganz klar, wir sehen das ja, dass man dieses Risiko auch auf sich nimmt, dass manche dann abfallen, wenn man nicht sozusagen willfährig ist, ihren Willen und ihren Vorstellungen. Also, die Unzulänglichkeit des alten Priestertums, so heißt es dort, war die Ursache, dass Christus im alten Bund nichts zur Vollkommenheit, im alten Bund nichts zur Vollkommenheit gelangen konnte. Nach dem Ratschluss Gottes des Vaters der Barmherzigkeit sollte ein anderer Priester auftreten, ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, unser Herr Jesus Christus, der fähig wäre, alle zu vollenden, das heißt, alle zur Heiligkeit Berufenen, zur Vollkommenheit zu führen. Er selbst erklärte sich für den Priester in Ewigkeit nach der Ordnung des Melchisedek. Er opferte Gott seinem Vater, seinen Leib und sein Blut auf, unter den Gestalten von Brot und Wein, gab sein Fleisch und Blut unter diesen Gestalten seinen Aposteln zur Speise und zum Trank und bestellte sie in diesem Augenblick als Priester des neuen Bundes, des neuen Testamentes. Er opferte Gott seinem Vater seinen Leib und sein Blut auf. Er gab sich also hin als Opfer, als Sühneopfer, unter den Gestalten von Brot und Wein und gab sein Fleisch und Blut, Brot und Wein, gewandelt wurden, gab sein Fleisch und Blut unter diesen Gestalten seinen Aposteln zur Speise und zum Trank. Und bestellte sie in diesem Augenblick zu Priestern des neuen Bundes. Wir haben also im Abendmahlsaal, das haben wir erst gefeiert, noch nicht lange her, am Gründonnerstag, dieses Geheimnis gefeiert. Ja, die erste Priesterweihe, die stattgefunden hat am Gründonnerstag, und die erste Messe, die gefeiert wurde von Christus selbst. Erste Messe und die erste Priesterweihe. Denn die Priesterweihe, er machte sie zu Priestern mit den Worten, tut das zu meinem Gedächtnis. Ihnen und ihren Nachfolgern im Priesteramt gab er den Befehl, seinen Leib und sein Blut darzubringen mit den Worten, tut dies zu meinem Gedächtnis. Tut dies. Er hat nicht gesagt, feiert das letzte Abendmahl, das Erinnerungsmahl, den Auszug aus Ägypten, das Paschamahl. Nein, sondern das, was er jetzt getan hat, das Neue. Tut das zu meinem, nehmt Brot, Wein, opfert es auf, ja, mit den Worten, ja. Tut das zu meinem Gedächtnis. Jetzt gebe ich euch diese Vollmacht, dasselbe zu tun, was er getan hat. Meine Priesterweihe geht zurück bis in den Abendmahlsaal. Ja, in ununterbrochener Reihenfolge. Durch Handauflegung wurde diese Vollmacht dann weitergegeben. In diesem Sinn hat die katholische Kirche stets diese Worte aufgefasst. Immer hat sie so gelehrt. Immer. Das heißt, so gelehrt mit diesen Worten gab Jesus den Befehl, das Messopfer zu feiern, das zu tun, was er getan hat, und er gab den Priestern, den Aposteln, die Vollmacht, das zu tun, er weihte sie gleichsam zu Priestern. Schauen Sie, er hat einfache Arbeiter zu Priestern geweiht. Heute macht man oft die Priester zu Sozialarbeitern.
Das ist leider so. Das ist so. Ne? Er hat sie, die einfachen Arbeiter, Fischer, wie sie waren, zu Priestern geweiht. Er hat gesagt, das ist jetzt euer Auftrag. Heute möchte man, dass der Priester einfach ein besserer Sozialarbeiter ist oder sonst was. Ne? Nein, Priester bleibt Priester in alle Ewigkeit. Damit verbunden ist auch, weil diese Diskussion jetzt wieder da war, ich sage es nur am Rande, verbunden auch die priesterliche Lebensform, die zölibatäre Lebensform. Denn so wollte es der Herr. Es wollte der Herr so, nicht die Kirchen irgendwo in Mittelalter. Hören Sie auf mit diesem blöden Gerede. Sondern es wollte der Herr so von seinen Aposteln, dass sie so leben, wie er gelebt hat. Ja? In dieser Lebensform. Petrus selber sagt, ich habe alles verlassen, und wir sind dir nachgefolgt. Er hat auch die Familie verlassen, nicht im Stich gelassen, sondern er hat jetzt das zurückgestellt. Wer Vater und Mutter verlässt, ja, meinetwillen, hat alles verlassen, sind dir nachgefolgt. Also, schauen Sie, das ist ganz klar, dass diese Lebensform mit diesem Auftrag verbunden ist. Die zölibatäre Lebensform. Weil der Herr selbst so gelebt hat, weil er es so gewollt hat. Kardinal Sticker hat das ganz genau in seinem Buch über den Klerikerzölibat dargelegt und genauesten geforscht, dass es von Anfang an der Kirche so war, dass es gleichsam göttliches Recht ist, Priestertum und zölibatäre Lebensform, dass sie zusammengehören, ja? Dass man das nicht trennen kann. Dieses reine Opfer, und das ist jetzt schön, dieses reine Opfer kann durch die Sündhaftigkeit oder Bosheit der darbringenden Priester nicht befleckt werden. Es ist auch etwas ganz Wichtiges. Dieses reine Opfer ist das reine, das makellose Lamm, das sich dem Vater darbringt, kann durch die Sündhaftigkeit eines Priesters nicht befleckt werden. Ist einerseits beruhigend, wenn Sie, auch für einen Priester, der mal gefallen ist, wenn er das Opfer darbringt, dann bleibt es das reine, makellose Opfer, das dem Vater dargebracht wird. Natürlich muss der Priester sich bemühen, ne? Möglichst heilig zu leben, keine Frage. Es ist kein Freibrief, dass er so wie kein Hüter hinleben, weil wenn er die Mess feiert, dann passt er wieder alles. Nein, ganz klar. Ne? Aber es ist so, dass wenn er, auch schauen Sie, auch ein Arzt, kann man auch sagen, ein Arzt, der selber krank ist, kann dir die beste Medizin geben, oder? Sie haben auch noch nie gesagt, ich gehe einmal zu dem Arzt, weil der Arzt ist selber krank. Verstehen Sie mich? Also, oder? Auch ein Rohr, ein Holzrohr kann das reine Wasser durchlassen. Es muss nicht ein goldenes Rohr sein. Was nicht heißt, dass der Priester sich nicht bemühen muss, um Heiligkeit, um in diesem Stand der Heiligkeit zu sein. Keine Frage. Und zwar, denn der Herr ließ durch den Propheten Malachia verkünden, dass seinem Namen, der groß ist unter den Völkern, an allen Orten ein reines Opfer dargebracht würde, Malachi 1,11. Das der heilige Paulus in seinem Brief an die Korinther deutlich genug kennzeichnete. Ja, ganz klar. In beiden Fällen, Paulus spricht dort vom Tisch, wenn er schreibt 1 Korinther 10,21, vom Tisch. Tisch ist immer gemeint, so viel wie das Wort Altar. Ja, immer mit Altar gemeint. Dieses Opfer unter dem Altar, auf dem Altar ist aber jenes ganz Erhabene, das in den Opfern des Naturgesetzes und des mosaischen Gesetzes seine schwachen Vorbilder hat. Alle Gesetze des alten Bundes, alle Opfer, die jemals dargebracht wurden, ja, von Mose angeordnet, waren nur Vorbilder, schwache Vorbilder für das reine, erhabene Opfer, das Christus selber eingesetzt und Christus selber dargebracht hat, er selber. Es enthält tatsächlich, dieses Opfer, dieses Messopfer, enthält tatsächlich alle jene Güter, welche die früheren Opfer andeuteten. Die früheren Opfer, also die Opfer der Vorzeit, alle Opfer auch der Heiden, die heidnischen Opfer, hatten alle diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis nach Reinigung der Seele, nach Versöhnung mit den Göttern und so weiter. Das war alles, ist aber nicht geschehen. Auch bei den Juden im Alten Bund, ja, wenn sie die Opfer dargebracht haben, die Versöhnungsopfer, dann war es immer diese Sehnsucht, mit Gott versöhnt zu sein. Ja, man hat sogar einen Sündenbock genommen,
auf dem man die Sünden hinaufgelegt hat, wenn Sie das kennen, einmal im Jahr war das, dass der hohe Priester einen Bock genommen hat, hat die Hände draufgelegt und hat die Sünden des Volkes des ganzen Jahres gleichsam auf diesen Bock gelegt, dann hat man ihn in die Wüste geschickt, ja, und dort ist er umgekommen. Das war also ein Symbol, ein Zeichen, meine Sünden nimm du jetzt weg und schick sie in die Wüste, der Hoffnung, also sagen, dass jetzt Vergebung geschehen ist. Dann gab es noch etwas, bei den Juden im Alten Testament gab es einen weißen, einen roten Faden, den hat man an der Pforte zum Eingang zum Tempel ist aufgehängt und am Versöhnungstag, nicht wahr, wenn also gebetet wurde um Versöhnung, wenn das Volk sozusagen entsühnt wurde, dann hat sich dieser lange Zeit immer wieder dieser rote Faden wirklich weiß verfärbt. Und da hat das Volk dann verstanden, Gott hat diese Bitte angenommen, dass die Sünden vergeben sind. Und ich werde eines sagen, es ist ganz interessant, das steht im Talmud drinnen, in der Schrift nach dem Tod Christi, der Talmud, da steht drinnen, dass 30 Jahre also im Jahre 70, ja, im Jahre 70 ist der Tempel zerstört worden, ja, und 30 Jahre vorher, seit 30 Jahren sozusagen, ja, hat dieser rote Faden sich nicht mehr verfärbt. Und das war genau die Zeit, als Jesus stirbt am Holz des Kreuzes. Von diesem Zeitpunkt an hat dieser rote Faden sich nicht mehr verfärbt. Das heißt, es ist vorbei, denn Christus ist derjenige, der wirklich Vergebung der Sünden bewirkt hat. Ja? Die Juden also indirekt bezeugen sie in ihrer Schrift im Talmud, anerkennen sie eigentlich das echte, wahre Versöhnungsopfer durch Jesus Christus. Ja? Weil wenn wir zurückrechnen vom Jahre 70, kommt man auf diese Zeit, wo Jesus am Holz des Kreuzes stirbt. Ja? In diesem göttlichen Opfer der Heiligen Messe ist derselbe Christus enthalten, wird derselbe Christus geopfert, der sich im blutigen Opfertod am Altar des Kreuzes einmal hingegeben hat. Ich wiederhole das noch einmal. In diesem göttlichen Opfer der Heiligen Messe ist derselbe Christus enthalten, wird derselbe Christus geopfert, der sich im blutigen Opfertod am Altar des Kreuzes einmal hingegeben hat. Das heißt, eine gegenwärtige Setzung des blutigen Opfertodes Christi am Kreuz, das auf unblutige Weise gegenwärtig gesetzt wird am Altar. Deshalb ist das Messopfer ein wirkliches Versöhnungsopfer. Nicht bloß ein Lob- und Dankopfer, sondern ein wirkliches Versöhnungsopfer. Zur Versöhnung der Menschheit mit Gott heute. Ja? Heute. Denn angesichts, wenn es dieses Versöhnungsopfer heute nicht gäbe, das wäre furchtbar, angesichts der Gräuelsünden, die heute passieren. Angesichts der Gräuelsünden. Nehmen Sie 3 Tage das heilige Messopfer aus der Welt weg und die Welt würde zerbersten in Millionen Stücke. Unglaublich. Das hält das Messopfer, weil jetzt das Messopfer irgendwo gefeiert wird und Christus gleichsam vor dem Vater steht und gleichsam eintritt, ja, um Versöhnung, bitte. Durch seine Hingabe, ja, besteht die Welt noch. Der Pater Pio hat das ja gesagt, nicht eher kann die Welt bestehen ohne Sonne als ohne die heilige Messe. Ja, müssen wir verstehen, für die Sünden heute, die heute geschehen, tritt Christus durch sein Opfer ein beim Vater. Vater, bitte, bitte, da bin ich, schau. Mein Opfer ist gegenwärtig. Mein Opfer ist gegenwärtig jetzt auf dem Altar. Verschone diese Leute in Birkfeld, in Binkerfeld oder sonst wo. Ja, wirklich, es ist so. Ja. Also, so nähern wir uns daher Gott mit Furcht und Ehrfurcht. So werden wir viele Gnaden und Erbarmen erfahren. Wenn wir uns mit Ehrfurcht und Furcht, auch mit Furcht und Zittern und Ehrfurcht, wir haben es nichts mit Angst zu tun, aber mit Ehrfurcht und Furcht nähern wir uns so durch dieses heilige Messopfer Gott, dem Vater. So werden wir viele Gnaden und Erbarmen erfahren. Ja. Durch dieses Opfer wird Gott besänftigt. Er verzeiht die Sünden und vergeben.
wenn sie auch unendlich groß gewesen wären. Weil Christus sich hingibt total für uns, weil seine Hingabe gegenwärtig ist. Seine Hingabe, seine Liebe, bis zum Tod, totale Hingabe an den Vater. Ja. So verzeiht der Vater die Sünden, weil Christus für uns da ist, weil er gegenwärtig ist in seiner Hingabe, in seinem Opfer, ist er gegenwärtig. Darum verzeiht er dir, vergibt er, wenn du zu ihm kommst, auch wenn deine Sünden noch so groß gewesen wären. Ja. Das Opfer am Kreuz und auf dem Altar ist tatsächlich nur ein und dasselbe. Es ist nicht so, wie die Protestanten dann polemisiert haben, ja, immer wieder Christus opfert sich. Nein, sein Opfer ist einmal geschehen. Und das ist gegenwärtig. Das dauert durch alle Zeiten an. Ja, durch die Heilige Messe. Ist sein einmaliges Opfer am Kreuz immer gegenwärtig. Immer gegenwärtig. Ja, das ist das. Eine Überbrückung von 2000 Jahren. Wenn diese 2000 Jahre gar nicht da wären. Ja, so gegenwärtig. Der heilige Augustinus hat gesagt, wenn ich von der heiligen Messe komme, kann ich sagen, ich bin dabei gewesen. Das heißt, so wie wenn du jetzt auf Kalvarie gestanden wärst, ja, vor 2000 Jahren, dass man Christus ans Kreuz nagelt. Ich bin dabei gewesen. Du kommst vom Kalvarienberg. Du kommst von dieser Hinopferung Christi von Kalvarie. Das ist jetzt gegenwärtig. Nicht nur, du hast dich nicht nur erinnert, sondern tatsächlich ist es geschehen. Ja, das ist das Wunderbare dass, der Heiligen Messe, dass sie dieses Opfer, sag's noch einmal, von Kalvarie gegenwärtig setzt. Ich bin dabei, ich stehe unterm Kreuz wie Maria unterm Kreuz, wie der rechte Schächer, wie der Hauptmann, der unterm Kreuz steht. Du bist dabei, du bist ganz dabei, wie Jesus sich hingibt vor 2000 Jahren, das ist jetzt gegenwärtig. Ja? Ganz real, ganz wirklich. Ja. Derjenige, der sich bei der Heiligen Messe durch den Dienst der Priester opfert, ist derselbe, welcher sich einst am Kreuz geopfert hat. Es ist derselbe. Am Holz des Kreuzes opfert sich Christus freiwillig, sag's noch einmal, für die Sünden der Menschen Gott den Vater. Er gibt ihm die Ehre zurück. Vater, einen Leib hast du mir gegeben, deshalb hat er einen Leib angenommen, mit dem er leiden konnte. Als Gott war er ja leidensunfähig. Aber er nimmt einen Leib an, mit dem er sich opfert gleichsam, mit dem er leiden kann, mit dem er dieses Opfer bringt. Ja, sonst wäre es ja nur ein Schein gewesen. Ja, er nimmt einen Leib an. Es ist derselbe, welcher sich einst am Kreuz geopfert hat. Karfreitag, du bist hingegangen, hast das Kreuz verehrt, vielleicht hast du die Fußwunde geküsst oder die Herzwunde. Ja. Jesus, ja, da ist es dargestellt am Karfreitag, bildlich. In der Heiligen Messe ist es Wirklichkeit. Derselbe Christus, ja, der am Kreuz gehangen hat, der sich hingegeben hat zur Sünde für deine Sünden und meine Sünden. Das Problem ist heute mit dem Messopfer, weil heute die Menschen das Sündenbewusstsein verloren haben. Ja, das ist das Problem, ein ganz zentrales Problem heute. Du redest immer vom Opfer und von Versöhnung und Sünde. Ja, klar, wenn ich keine Sünden habe, dann braucht sich nicht für mich opfern. Aber das ist eine Täuschung, bitte. Ja. Nur einen Unterschied gibt es. Er besteht in der Art der Darbringung. Ja, der Darbringung. In der Heiligen Messe empfangen wir also in wunderbarer Fülle die Früchte dieser blutigen Hinopferung am Kreuz. Die Früchte der Hinopferung am Kreuz ist die Sündenvergebung. Ja, ist die Früchte der Hinopferung. Was die Frucht, dass Jesus sich hingibt, die Versöhnung mit dem Vater, das ewige Leben. Ja. Wie, schauen Sie, der Erste, der von dieser Frucht gleichsam bekommen hat, genommen hat oder empfangen hat, war der rechte Schächer. Ja, stellen Sie sich sowas vor. Er war der Erste. Ja. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, aufgrund dessen, dass er sich Jesus sühnt für die Sünden, auch für diesen rechten Schächer, und der das angenommen hat, so empfängt er die Frucht, ja, dieser Hingabe. Ja. Der Linke, für den hat Jesus sein Blut umsonst vergossen. Umsonst. Wieso für viele heute auch, die das nicht annehmen, wir brauchen nicht, was soll das Ganze? Ja. Stell dir vor, das ist schrecklich.
Wenn du alles für einen Menschen tust, alles für ihn erwirbst sozusagen, nicht? Und der nimmt das nicht an, das ist ein Schmerz. Drum schreit Jesus am Kreuz, eines seiner letzten Worte, mich dürstet. Natürlich hat ihn leiblich gedürstet, aber nach was dürstet ihn am meisten? Nach einer Antwort auf diese Liebe. Dass du das annimmst, nach dem dürstet ihn, mich dürstet. Dass du ja sagst, Jesus, danke. Du hast es für mich getan. Ich müsste da oben hängen. Ich hätte das verdient als Sünder. Aber du hast es für mich getan. Das müssen wir kapieren, das müssen wir verstehen, diese Liebe. Ja? Einer, der sich für uns hingibt. Ja? Und dieser Kaiaphas, dieser hohe Priester, hat prophetisch gesprochen, es ist besser, dass einer für das Volk stirbt, als das ganze Volk zugrunde geht. Der hat nicht gewusst, was er redet. Ja? Das stimmt. Einer ist für das Volk gestorben, Christus, sonst wäre das ganze Volk umgekommen. Wir wären alle in der Hölle, ausgeschlossen vom Himmel, wenn er nicht diese Versöhnung mit dem Vater bringt, wenn er nicht sühnt für unsere Sünden, wenn er nicht bezahlt die Schuld. Ja, wir hätten niemals einen Zugang zum Himmel mehr gehabt, wenn er nicht zahlt, er hat bezahlt für uns. Ja, und diese Bezahlung ist immer gegenwärtig in jeder heiligen Messe. Verstehst du? Ja. Es ist nicht irgendwo so ein liebes, brüderliches Zusammensein, um einzuhalten oder ein bisschen singen. Das kannst du außerhalb, aber die Messe ist was anderes. Ja? Darum ist so wenig Kraft dahinter. Und darum müssen wir immer was Neues erfinden bei unseren sogenannten Eucharistiefeiern. Ja? Heute waren es gut drauf, heute haben schön gesungen, was weiß ich was. Ja gut, das ist zweimal vielleicht, dann ist schon wieder uninteressant. Aber das Messopfer brauchst du nicht verändern. Es ist immer selber. Diese dramatische Hingabe. Wenn wir das verstanden haben. Auch wir Priester. Ne? Gell? Und so wird dieses Opfer nach der apostolischen Überlieferung nicht nur dargebracht für die Sünden, Strafen und sonstigen Bedürfnissen der lebenden Gläubigen, sondern auch für die, welche in Christus entschlafen und noch nicht vollkommen gereinigt wurden oder gereinigt sind. Für die armen Seelen im Fegefeuer. Nicht? Die gehören ja auch dazu. Auch für sie wird dieses Opfer, auch sie kommen in den Genuss dieser Frucht, der Früchte des heiligen Opfers. Nicht? Es gibt so schöne Darstellungen, wo vom Holz des Kreuzes herunter, also von Christus selbst, das Blut hinuntertropft und unten sind die armen Seelen, die lechzen nach dieser Labung durch das Messopfer. Ja? Und es ist gut, wenn sie heilige Messen lesen lassen für die armen Seelen im Fegefeuer. Für mich auch einmal bitteschön, ja, nicht vergessen dann. Ja? Siehst du, sie bezahlen natürlich nicht eine Messe, sie geben einen kleinen Beitrag, ja, die 9 Euro. Manchmal die Leute mich fragen, sagen, Herr Pfarrer, was kostet eine heilige Messe? Unbezahlbar. Das kannst du nicht bezahlen. Geben sie 9 Euro, wie so der Ding ist. Ne? Okay. Die Kirche wünscht, dass die Gläubigen in der heiligen Messe, die sie mitfeiern, die heilige Kommunion nicht nur geistigerweise empfangen, sondern auch sakramentalerweise kommunizieren, auch das wünscht die Kirche. Dass sie auch diese Frucht des heiligen Opfers, seinen hingeopferten Leib empfangen in der Gestalt des Brotes, das nicht mehr Brot ist. Das ist nicht mehr Brot. Es ist kein heiliges Brot. Bitte, es ist kein heiliges Brot. Wie oft sage ich das Müttern, die für die Erstkommunion ihre Kinder vorbereiten. Ganz auf mit dem Ausdruck. Das ist eine ganz schlimm. Ah, jetzt bist du Gottes heilige Brot bekommen. Ja, meine Güte, was stellen Sie die Kinder vor? Und dann kriegen sie so eine trockene Hostie. Ja, das war nichts. Mit der Firmenparty, ich sag Gott, ja auch zu einer Kommunion gegangen. Bei einer Firmen. Ich habe keine Ahnung gehabt, der Firmenparty, aber ist halt mitgegangen, auch zur Kommunion hinaus. Ne? Dann hat er diese Kommunion empfangen. Dann ist er reingetan. Dann hat er so halblaut gesagt, haben die nichts Besseres zu bieten? Ja, verstehe ich ja auch. Verstehe ich. Nicht? Wenn so einer scheint, da gehe ich nicht zum Essen. Das verstehe ich, warum unsere Kinder dann nicht mehr gehen wollen. Wenn es nur bei der Erstkommunion bleibt. Wenn es ein heiliges Brot ist, dann sagt er, ich möchte schon was Gescheiteres haben. Dann nimmt man einen schönen Brotlaub und konsekriert und den Kindern. Das ist alles eine Verirrung. Eine vollkommene Verwirrung. Verstehen Sie mich? Es ist kein heiliges Brot. Jetzt bei Fleischleichen haben wir Brot gesehen. Weichfleisch, Weichbrot. Okay, gut.
Aber das ist der Herr. Es ist der Herr. Wirklich, nicht mehr Brot. Es gehört alles dazu. Es gehört alles dazu. Ja? Stimmt nicht? Das heilige Messopfer soll also mit aller Verehrung und Hochschätzung dargebracht werden. Mit aller Verehrung und Hochschätzung. Die größte Sorgfalt ist also anzuwenden. Das hat die Kirche immer gemacht. Die größte Sorgfalt, wenn das heilige Messopfer gefeiert wird. Von den Paramenten her, von der Kelchwäsche, vom Kelch und von den heiligen Gefäßen, vom Altartuch, von allem. Nein, Gott, wenn wir manchmal wohin kommen und da kriegen schon so ein Keuchtiegel und so weiter, und da denkst du, Gottes Willen. Da haben wir erst einmal mal in Italien mit einem Mitbruder, ein Touristenort, sehr schön, wunderbar, und dann haben wir eine Messe gefahren. Und das war so schmuddelig dort, gell? Das, meine Güte, so schmuddelig das Ganze alles miteinander, so dort und die Kelchwäsche und so. Und dann gehen wir dort, die Prachtstraße, so die Geschäftsstraße, wo die Restaurants sind, die toll. Dann hat der Bruder mich aufmerksam gemacht und gesagt, schau Junge, da, schau mal, wie dieser Tisch gedeckt ist. Wie perfekt, dass die Servietten das und sauber, super, schau. Und ich gesagt, und wir haben da oben so eine Schmuderling und so. Verstehen Sie mich? Ja, da kriegst du schon einen Pizzi. Verstehen Sie mich? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Da wird da was umgeschoben. Mensch, nochmal. Die größte Sorgfalt ist also anzuwenden. Und Sie wissen ja, wie eine Kelchwäsche zu waschen ist. Nicht? Das muss man vorher aus dem Wasser rein, ein bisschen dunkeln lassen. Dieses erste Wasser, das muss man ins Sakrarium geben. Das muss man, darf man nicht irgendwo so hinschütten, weil da kann ja noch vom Blut Christi noch was drinnen sein. Ja? Die größte Sorgfalt ist also anzuwenden. Bei Jeremia 48,10, also nur so eine allgemeine Einführung, verstehen Sie mich, dass wir schon sagen, wie nähern wir uns, schauen Sie, wie schön hier alles hergerichtet ist. Also, danke, wunderbar. Das heißt es bei Jeremia 48,10, verflucht sei jeder, der das Werk Gottes nachlässig verrichtet. Alten Testament schon. Verflucht sei jeder, der das Werk Gottes nachlässig verrichtet. Ja, nachlässig verrichtet. Die heilige Messe ist da die heiligste Handlung, die die Christen vornehmen können. Die heiligste Handlung. Es gibt nichts Heiligeres als die heilige Messe. Ja. Es gibt kein göttlicheres und ehrfurchtgebietenderes Geheimnis wie die heilige Messe. Ja. Und deshalb war die Kirche, die heilige Messe, immer umgeben mit dem Schönsten, mit dem Wertvollsten. Ja, wirklich. Also, ich komme aus einer Zeit der 70er Jahre, 73 geweiht. Ich kann Ihnen sagen, es war eine Zeit, Josef hat früher auch gesagt, das hat er von seiner Heimatkirche, als in den 70er Jahren entrümpelt wurde, hat er noch herübergerettet, dieses Tuch hier, dieses Bild. Und da, damals auch. Alles nicht wichtig, braucht man es nicht. Der Kirche ist aus Holz und Baston und was weiß ich was und so weiter. Schlacht das so Scherze. Ja. Das ist genau diese Haltung. Diese, auch die Blumen, die Paramente, man haut sich dann so einen Stuhl drüber, dann so einen Knöpfel, aber fertig und so weiter. Das ist in der Zeit gewesen, das ist denke ich. Ja? Die schönsten Paramente sind gelandet in Dorotheum oder auf den Flohmärkten und sonst wo. Nicht? Und die Reichen haben sie es gekauft und haben sie in ihren Wohnungen. Nicht? Die schönsten Statuen. Das ist alles Luxus, das ist alles Reichtum der Kirche. Ja, das ist alles, was sagt man da so, Triumphalismus. Meine Die Kirchen, die schönen, waren immer die Paläste der Armen. Jesus hat gesagt, Arme werdet ihr immer bei euch haben. Du kannst die Armut nicht ausrotten. Sagt Jesus, den wirst du immer haben. Arme werdet ihr immer haben. Warum? Damit die Reichen wissen, dass sie auch Bettler vor Gott sind. Damit die Reichen das nicht vergessen, sie sind auch Bettler vor Gott. Sind nur Verwalter. Arme wird es immer geben. Der Judas hat schon die Nase geimpft, kann man das nicht den Armen geben, wie die Maria Magdalena da das Nadenöl über sein Haupt gießt. Ein Tropfen hätte genügt und sie schüttet da ganze Flaschen drüber. Welch eine Verschwendung. Zu mir so mal die Leute, hast du schon wieder ein neues Mess gehabt? Nein, nicht für mich, ist der Herr, für ihn das Schöne. Blumenschmuck, muss man dort zu der Statue auch noch an die Blumen hingeben? Ist das notwendig? Vom Pfarrer von Aas, schönes Gesteck. Oh.
Hast du nicht verdient, der heilige Pfarrer von Haas? Das sind so Kleinigkeiten und das spüren die Leute. Das spüren, oder? Spüren, das möchte ich nicht so hervorheben, wie es bei uns in der Kirche ist. Es gibt in anderen Kirchen auch so. Aber nur, dass sie das sehen. Das Schöne ist gut genug. Das Schönste ist gut genug für Gott. Die Teppiche. Manchmal liegen Teppiche drinnen, die reden mal einen Gaststein durch. Verstehen Sie mich? Schöne Sachen. Ich erzähle das manchmal das Beispiel bei unserer Session. Dort, wo die Priester sitzen, haben wir einen schönen Teppich und da ist auch ein älterer Priester gesessen dort. Konzentrieren, dass er gesessen hat, habe ich gesehen, wie er so den Fuß, den Teppich umdreht ein bisschen. Er hat geschaut, ob er echt ist. Ich bin dann hingegangen zu ihm, habe geflüstert und gesagt, der ist echt. So, der ist echt. Verstehen Sie mich? Ja, mein Gott, für Gott ist das Schönste gut genug, oder? Das ist immer, Abend, du kannst jederzeit einen Abend was geben, aber für Gott, unsere Kirchen. Wenn wir dort wieder anfangen, verstehen Sie mich, das ist die beste Mission, die wir tun können. Das Beste. Gehen Sie rein in die Oma-Moschee oder sonst wo. Ha? Was da die Teppiche drinnen liegen. Keiner rümpft die Nase und sagt, boah. In diesem Geheimnis wird das lebendig machende Opferlamm, Christus, täglich von den Priestern auf den Altar geopfert. Täglich. Der Priester ist der Mittler. Dafür ist er geweiht. Das erste Grund, warum er geweiht ist, um das Opfer darzubringen. Ja. Ich habe mal einem jungen Kaplan gesagt, der hat gesagt, mein Gott, ich kann das nicht so mit der Jugend umgehen, dies oder jenes. Feiere die Heilige Messe. Wenn du täglich die Heilige Messe feierst, hast du alles getan. Das Wichtigste. Das Wichtigste. War dann ein bisschen beruhigt. Nicht, weil man glaubt, dass uns der Priester, das muss er auch um und um unterhalter sein, von A bis Z und so weiter. Nicht? Die Messe ehrfürchtig feiern. Dann hast du alles getan. Dann werden die Leute kommen. In diesem Geheimnis wird das lebendig machende Opferlamm täglich von den Priestern auf dem Altar geopfert. Auf den Altären geopfert. Dem Vater, schau Vater, schau. Das Opferlamm, durch das wir mit Gott, dem Vater, versöhnt worden sind. Christus sagt, Vater, ich gebe mich hin, schau, total, vollkommen. Sei gut, sei barmherzig zu deinem Volk, sei widerspenstiges. Ja? Der Vater schaut vor Liebe jetzt auf dich durch deinen Sohn, durch seinen Sohn. Ja? Weil ich mit Christus komme, ja? Mit Opfer, mit Christus. Daraus erkennen wir, dass wir jegliche Art von Sorgfalt aufwenden müssen. Jegliche Art von Sorgfalt aufwenden müssen. Damit die heilige Messe in möglichst reiner Gesinnung gefeiert wird, aber auch in den äußerlich sichtbaren Zeichen der Andacht und Frömmigkeit. Auch äußerlich, das hängt vieles zusammen. Ja, die Nüchternheit, wenn du hinkommst in der Früh zur Kommunion und so weiter, nicht? Das Waschen bist, die Kleidung. Das gehört alles dazu. Was haben die Alten noch verstanden, wenn sie zur Messe gegangen sind, oder? Sonntagsgewand haben sie angezogen, wahrscheinlich. Die Frauen haben schön die Dirndl angezogen. Halt latschen sie durch die Gegend mit irgendwas. Verstehen Sie mich? Ja, das hat dazu gehört. Ich habe einen Sonntagshemd gehabt, das weiße. Wenn man am Sonntag ankommt, am Montag habe ich es austragen dürfen. Dieses Hemd haben sie vielleicht auch noch. Aber verstehen Sie mich? Das Sonntagsgewand haben wir gehabt. Ja. Zur Ehre Gottes, nicht schön? Tut es das wieder? Warum ziehst du denn so schön auch in der Früh heute? Ja, weil Sonntag ist, ich gehe zur Messe. Schauen Sie mal die jungen Burschen an, wenn sie auf den Ball gehen. Boah, da schwanzen sie sich aus. Herrlich, ne? Ich habe Freitag lang auf die Messe gehalten in Graz, jahrelang, Freitag in der Freudigkeitskirche. Und wenn dann die Faschingszeit war, nicht wahr? Die Ballsaison. Es waren lieb, die Jugendlichen, alle sind ganz super, sind sie, zur Messe kommen vorher. Ich habe nichts einzuwenden gehen, dass sie das ja von heute umgehen und sich freuen und so weiter. Nicht? Und da haben wir schon gesehen oft, schau, viele, heute ist irgendwas wieder, weil viele waren ganz schön mit Anzug, Krawatten sind da. Dann habe ich gesagt, heute habe ich es schön für die Messe anzogen. Und dann haben wir gesagt, ja, vorher, alle Kaplan. Da ist schon her. Der Professor Iwanschitz hat gesagt, wenn du zum Ball dich schöner anziehst, als wir zur Heiligen Messe, dann stimmt bloß nicht.
Schreibst du das auf, bitte. Ja, wenn du dich da schöner anziehst, ja, als wie zur Heiligen Messe, passt das, junger Mann. Also du wirst jetzt sagen, anzukommen am Sonntag. Ja, gehst eh wahrscheinlich. Super. Also, ja, na, das gehört dazu auch. Das gehört dazu, kommt eh wieder langsam, versteht man das. Ja? So, von Natur aus sind wir so beschaffen, dass wir ohne, das ist jetzt wichtig, ohne die Mithilfe von durch die Sinne wahrnehmbaren Dingen oft nur schwer in die Betrachtung des Göttlichen gelangen. Wir brauchen auch diese Hilfe von sichtbaren Dingen, Sie, um einzudringen in die Betrachtung des Göttlichen. Das ist eine Hilfe, ein schönes Bild, Blumen, Kerzen, das ist Weihrauch, das braucht man. Wir leben, wir sind auch sinnhafte Menschen. In der 70er haben wir gesagt, das braucht man alles nicht. Braucht man alles, brauche ich alles nicht. Ja, wichtig ist die Innerlichkeit, innerlich. Ja, schon richtig. Aber das ist eine Hilfe. Und ich habe festgestellt, in den 40 Jahren, wo ich Priester bin, seit dieser Zeit, ich bin ja froh, dass ich aus dieser Zeit komme, weil ich das jetzt davon sprechen kann, ich habe beobachtet und gesehen, wenn die äußeren Zeichen der Ehrfurcht verloren gehen, die äußeren Zeichen geht auch sukzessive langsam die innere Ehrfurcht verloren. Das haben wir alles miterlebt. Wenn die äußeren Zeichen verloren gehen. Man hat uns gesagt, das braucht man nicht. Ich kann mich erinnern, ein Mitbruder, er ist schon gestorben. Er hat oft heimlich der Mutter Gottes damals im Priesterseminar Rosen gebracht. Man hat sie auf die Seiten gestellt gehabt, aber dort hat er dann Rosen, Blumen hingestellt. Selbst da haben Mitbrüder oder Mitstudenten gesagt, Luxus, ne? Ja, wir brauchen das. Auch deine Ehe lebt davon. Wenn du verheiratet bist, wie freust du dich, wenn ein Mann Blumen heimbringt? Oder so. Wissen Sie, wie das verletzend ist? Weil ich bringe als Liebe meiner Frau einen Strauß Blumen und sage, ja, sie ist ja teuer, gell? Hätte man sich gescheit aus Wirtschaftsgeld geben. Da fällt da alles an. Da fällt da einfach alles an. Dann darfst du nicht wundern, weil er nichts mehr bringt. Ja, weil es verletzend ist. Ja, und so. Jetzt denkst du, wann hat er das letzte Mal Rosen gebracht, aber vielleicht nicht das nächste Mal. Aber Sie als Frau können ihm ja auch einmal ein Lebenszeichen setzen. Was hätte er denn gern? Denken Sie noch. Jean Blau, ein Locker, oder wie heißt der? Wie heißt das noch? Jean Blau? Ich hab's nicht, so eine Spezialität in Burgenland, oder? Ja, hast du das so? Okay. Machen Sie einem sowas, war das oder Wiener Schnitzel oder was. Außerdurch. Das ist ja das Schöne, wenn man außerdurch was macht einmal, was nicht unbedingt notwendig ist, sondern außerdurch so ein Zeichen setzt. Und das machen wir auch Gott gegenüber, der Heiligen Messe. Ja? Dinge, die uns helfen in der Betrachtung der göttlichen Dinge. Ja? Wenn Weihrauch da ist, Bilder, Zeichen, ja? Das Linnen, das Weiße, die Händehaltung und so weiter, die Kniebeuge. Ja? Deshalb gibt es von der Kirche so angeordnet verschiedene Riten bei der Heiligen Messe. Verschiedene Riten. Ja? Die muss ich wissen, muss ich erklären, was dahinter steht. Ja? Riten, genauso wie man Fleisch weicht, ich muss wissen, was das bedeutet. Der Chor, das Tuch, das drüber ist. Wissen Sie das? Ich erkläre es jetzt nicht. Ich habe schon 100 Mal erklärt. Ich habe gesagt, wenn ich mal gestorben bin, werde ich es nicht mehr erklären können. Aber solange ich lebe, werde ich es tun. Der Chor ist das Grab. Der Deckel drüber, das Tuch. Ist der Stein. Drinnen ist Brot, Fleisch, Eier. Symbole für Christus. Und der Hausvater zieht es nach der Auferstehungsfeier, zieht er das Tuch weg. Der Stein wird weggewälzt. Ah. Aber erst noch der Auferstehungsfeier. Nicht schon vorher am Band. So, also, deshalb gibt es in der Kirche angehört verschiedene gewisse Vorschriften bestimmen. Wir werden sie miterleben auch, dass manches wird leise gesprochen, anderes wieder wird laut gebetet. Diese Anordnungen gehen teilweise auf die Apostel und auf älteste Überlieferungen zurück. Ja? Überlieferten das. Bei Novus Ordo hat man dann gesagt, brauchen wir alles nicht, bis nichts mehr geblieben ist. Nichts mehr. Alles brauchst du. Die Händewaschung des Priesters. Was, Renato, was wasche ich mir? Nur die vier Finger da. Bei Moschen habe ich mehr schon in der Kirche. Nein, das sagt es da vorher. Aber nur die Viere. Bedeutet was? Nur die Viere. Warum? Warum die Viere? Die zwei. Weil die werden in wenigen Augenblicken den Leib des Herrn berühren. Und außerdem soll der Priester bis in die letzten Spitzen hinaus rein sein.
bis in die letzten Fingerspitzen. Das ist auch gemeint. Herrlich. Herrlicher Ritus. So, Segnungen, Kerzen, Weihrauch, liturgische Gewänder, alles dient zur Forderung, zur Förderung der großen Ehrfurcht. Alles dient zur Förderung der Ehrfurcht. Ja, ganz klar. Gerade durch diese sichtbaren Zeichen der Gottesfurcht und Frömmigkeit werden die Gläubigen besonders angetrieben, die Schätze zu entdecken, die in diesem Sakrament verborgen sind. Durch diese äußeren Zeichen, die helfen mir. Ja? Das Messgewand, hinten dann draufgestickt ist ein Herz Jesu. Aha, heute ist Herz Jesu fest. Mutter Gottes hinten drauf ist. Aha, heute ist ein Mutter Gottes fest. Heiliger Geist drauf ist. Heute hat es mit dem Heiligen Geist zu tun. Das ist ja eine Plakatwand der Priester. Er ist ja nicht er selber, sondern du sollst durch das sollst du auf das Geheimnis hingewiesen werden. Aha, nicht? Andere tragen heute in der Stadt da irgendwo so Plakatständer herum, nicht? Die zeigen auch was hin. Und das Messgewand? Ein Lamm ist hinten. Heute ist Ostern. Schau, gell, haben wir herrliche. Wunderbar. Der Heilige, das ist so schön. Der Heilige Vinzenz Ferrer hat treffend gesagt: Die Heilige Messe ist der erhabenste Gegenstand der Betrachtung, den es geben kann. Die Heilige Messe, das Heilige Messopfer ist ein Weg, der durch die Demut, den Glauben und die Liebe zu Gott führt. Ich wiederhole das. Die Heilige Messe, das Heilige Messopfer ist ein Weg, der durch die Demut brauchst du, den Glauben und die Liebe zu Gott führt. Amen.